Spannung, Nervenkitzel und Emotionen. In 20 Jahren Bundesliga gab es das doch das ein oder andere Mal beim VfL. Wenn man in der Historie zurückblickt, dann kommen jedem VfL-Fan unter anderem die Spiele gegen Kaiserslautern 2006 und in Hoffenheim 2011 in den Sinn. Auch im Jahr 2018 steht ein Endspiel an, und zwar gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag in der Volkswagen Arena. Was für dieses Spiel vonnöten ist, erklärt Wölfe-Coach Bruno Labbadia. Wir müssen schon mal als Mannschaft total funktionieren, wir müssen in den Zweikämpfen besser sein als Köln. Und wir müssen, das ist auch ein Schwerpunkt in der Woche gewesen, gegen eine sehr kompakte und auch disziplinierte Mannschaft uns Torchancen erspielen. Und das war ein Schwerpunkt, den wir die Woche angegangen sind, wo wir wirklich gute Sachen gesehen haben. Und ja, ich glaube, dass wir auf alle Fälle vorbereitet sind. Zum ersten Mal seit seiner Verletzung im Februar stand Yannick Gerhardt in Leipzig wieder im Kader. Ob er eine Alternative für den Samstag gegen seine alten Kollegen ist, wird sich kurzfristig entscheiden. Dass der Unmut bei allen VfL-Fans und Freunden dieser Tage enorm groß ist, ist mehr als verständlich. Aber dennoch hat unsere Nummer 13 einen Wunsch an alle für den kommenden Samstag. Natürlich kann ich den Unmut der Fans komplett nachvollziehen. Wir sind das zweite Jahr hintereinander in einer unzufriedenen Situation, haben viel zu wenige Punkte geholt. Auch oft den Fans einfach nicht das geboten, was wir imstande sind zu leisten. Und trotzdem, das hoffe ich einfach, dass die Fans jetzt für das Spiel am Samstag alles ausblenden, auch wenn es schwierig ist. Es ist auch für uns schwierig. Trotzdem, wir brauchen jeden einzelnen Fan. Wir müssen alle Kräfte bündeln. Und nur zusammen können wir es dann auch schaffen, weil es ist eine sehr schwierige Situation. Der Verein befindet sich in einer sehr schwierigen Situation, aber da können neue Kräfte entstehen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass der Unmut der Fans für dieses Spiel dann außen vor bleibt. Spannung, Nervenkitzel und Emotionen, das wird es auch am Samstag wieder geben. Lasst es uns gemeinsam angehen und mit Kraft und Zuspruch in dieses Endspiel gehen.